Ja, dass euch das nicht peinlich ist, dass Ihnen das auch peinlich ist. Wirklich, das ist wirklich verkommen, was Sie da treiben. Bei dem Punkt davor waren Sie sich doch auch einig. Da hat sich doch gar nichts geändert. Sie sollten sich schämen. Sie sitzen da wirklich falsch am Platz. Und die Partei von Caniburg. Es wurde vorhin gesagt. Also, Entschuldigung, jetzt hör doch mal, hören Sie doch mal zu. Es wurde vorhin gesagt, Darf ich jetzt bitte trotzdem... Die AfD fordert, das Staat rückgängig zu machen. Schließlich akzeptieren wir in Deutschland ja auch nicht 2, 3 oder 4 Frauen. Warum verbinden sich Bund und Länder und Gemeinden nicht? Also, Herr Hof, Herr Reiter, ich will gerade einen Appell an alle machen und Sie haben Bund und Länder und Gemeinden. Doch unglaublich. Ich finde das empörend, Herr Hof, dass wir uns gegen die wahren Gegner unserer freiheitlichen Ordnung zusammenschließen. Bund und Länder und Gemeinden. Und Sie kommen mit Ihrer Traumabearbeitung von Jamaika. Was ist das für eine Stückchen? Legen Sie mal da, wären Sie da bereit gewesen, den Bundestag, Bund und Länder zu sicheren Herkunftsländern zu machen? Nein, rufen Sie. Das ist doch genau das Problem. Das ist ein Stilmittel. Es wird kombiniert mit einem Misthaufen. Herr Gauland, das tausendjährige Reich ist ein Misthaufen. Haben Sie das überhaupt mal vernünftig durchgelesen? Am liebsten würde ich jetzt noch was ganz anderes sagen. Ja, beschimpfen Sie mich ruhig, das können wir auch gleich gerne unter 4 Augen machen. Da darf ich nämlich sagen, was ich will. Und diese Wahl gestern. Sie sind ja so. Herr Lammermalle, ich freue mich, dass Sie mich hierher gelockt haben. Und doch, ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und Herr Kauder und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand nicht sicher. Indem Sie sich im Irak diesen Strukturen und nur unterworfen haben. Da lachen Sie. Jetzt, Entschuldigung, jetzt lachen Sie. Ich werde nachher darauf eingehen. Stoppen Sie die Farce. Jetzt werde ich strukturell benachteiligt als Frau Roth. Also, bitte, Ihre Einwurf. Ich bitte, wenden Sie sich an Kollegen. Und ich bitte Sie jetzt, in Ihrer Rede fortzuführen. Herr Bistron. Fangen wir ganz oben an, beim Staatsoberhaupt. Dem Bundespräsidenten, der auf der Tribüne ist, Gunter Steinmeier. Sie machten offen Werbung für Sachsen, ich meine den linksextremistische Iran. Die Bundesregierung, sämtliche Altparteien. Herr Kollege Brandner. Herr Präsident. Der Bundespräsident Brandner ist unser aller Staatsoberhaupt. Das habe ich gesagt. Es wird gefeiert wie noch nie, schmeißt die Hände in die Luft. Hey, hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Hey, das geht ab. Wir feiern.